Der erste. FC Nürnberg hat mit einer Niederlage beim ersten. FC Heidenheim die Chance verpasst, den Anschluss an die direkten Aufstiegsplätze herzustellen. Der Club unterlag dem abstiegsgefährdeten ersten. FC Heidenheim nach einer schwachen Vorstellung verdient mit 0-1-0-0. Wenn man in dieser Liga seine Leistung nicht bringt, verliert man. Und wir haben heute unsere Leistung nicht gebracht, sagte FCN-Profi Kevin Möwald bei Sky. Für FCH-Trainer Frank Schmidt war der Erfolg sowas von verdient. Wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft. Die Mannschaft hat ein klares Signal gesendet, aber wir wissen, dass die Situation immer noch sehr schwer ist. Glatzel mit dem entscheidenden Tor. Heidenheim konnte zunächst auch mit besten Chancen nichts anfangen. So vergab Robert Glatzel, 25. völlig freistehend, kurz danach scheiterte Sebastian Griesbeck an FCN-Keeper Thorsten Kirschbaum. Zudem hatte Marc Schnatterer mit einem Freistoß an die Latte Pech, 29. Nürnberg konnte sich gegen aggressive Heidenheimer dagegen kaum befreien. Die einzige nennenswerte Aktion vor der Pause hatte Michael Ishak, 16. Nach dem Wechsel gestaltete der Club die Partie offener, aber Heidenheim entschied das Spiel, Glatzel sorgte mit seinem Treffer in der 67. Minute nach Vorlage von Sebastian Griesbeck und Kolja Pusch für den erhofften Befreiungsschlag des FCH. FCN nun im Derby, FCH beim Spitzenreiter. Die enttäuschenden Nürnberger, die 5 der letzten 6 Spiele gewonnen hatten, haben auf Rang 3 nunmehr 4 Punkte Rückstand auf den zweiten Kiel. Für Heidenheim war es nach zuletzt 5 sieglosen Spielen erst der 3. Saisonsieg, der 2. zu Hause. Der FCN erwartet nun am Montag, 6.11.2017, 20:30 Uhr, den FC Ingolstadt zum fränkisch-bayerischen Derby. Heidenheim reist am Sonntag, 5.11.2017, 13:30 Uhr, zu Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf.